Zapzap, meine Freunde, ich habe wieder was Neues gefunden. In einem Euroshop habe ich nachtleuchtende Farbe gefunden. Da für 2 Euro ich eigentlich nicht viel Leistung erwarte von dem Ding, werde ich das Ding jetzt testen. Ich tue es in eine schwarze Kiste drin, verschließe die und filme das Ding. Bei 32-facher Geschwindigkeit wird es nun natürlich ein paar Sekunden dauern. Ich werde sie für eine halbe Stunde reinlegen und dann gucken, wie schnell die Leuchtkraft verloren geht für 2 Euro. Weil bei 2 Euro kann man wirklich eigentlich nichts Gutes kaufen. Diese Farben sind eigentlich sauteuer, aber wir werden es jetzt sehen. Ich werde jetzt das Ding in die Kiste packen, filmen und dann könnt ihr euch selber davon ein Bild machen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Mist hält für 2 Euro.